Hallo, heute sind wir auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt. Hier befragen wir einige Passanten zu Weihnachten. Schaut selbst, welche lustigen Antworten wir erhalten. Viel Spaß dabei! Hallo Esel, könntest du mir bitte ein paar Fragen über Weihnachten beantworten? Na klar! Ich bin der Weihnachtsexperte! Was war das peinlichste bzw. schrecklichste Geschenk, das du je zu Weihnachten erhalten hast? Pappkarton, in dem ich das ganze Jahr stecke. Ich darf das ganze Jahr nicht raus, nur zu Weihnachten. Auf dem Weihnachtsmarkt. Eine Unterhose. Das falsche Buch. Was haltet ihr davon, wenn bei euch ein fremder Mann über den Kamin einsteigt? Na, ein bisschen komisch, wenn er plötzlich reinkommt. Ganz sicher nicht. Ich muss nur gucken, wie er wieder rauskommt. Mein Kamin, der ist immer befeuert. Es ist ja ganz schön gefährlich, da einzusteigen. Also ich denke, da käme keiner rein durch den Kamin. Das würde nicht gehen. Warum ist der Weihnachtsmann eigentlich so dick? Gute Frage, gell? Ja, der hat das ganze Jahr über frei, nicht viel zu tun. Der muss nur einmal im Jahr seinen Einsatz fliegen und von daher kann er den Rest des Jahres halt gemütlich zu Hause sitzen. Sag mal, wie findest du eigentlich rote Hosen bei Männern? Geil! Männer mit roten Hosen finde ich momentan nicht so cool. Habe ich mir auch eine rote Hose gekauft. Also rote Hosen können schon spitze sein. Geschenke passen denn in den Sack vom Weihnachtsmann? Unendlich viele, das ist so wie bei Harry Potter. 583 kleine oder 30 große? 50. Und wie kommt es, dass Rentiere fliegen können? Rentiere können die fliegen? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht.